Servus, die Mauer, und grüß euch, die Buben. Ja, Freunde, wir haben den 22.12. Ich habe meine Weihnachtserledigung alles abgeschlossen. Und ich mache einen Overnighter. Genau, ich gehe jetzt auf meinen Stabruch. Machen wir hoffentlich eine schöne Nacht. Habe ein bisschen Etliches mit. Also, Zicke wollte nicht nach hinten. Habe auch wieder einen neuen Rucksack dabei. Diesmal den Wiesbad Raccoon 45. Der Zipperfox ist schon wieder am Weg retour. Ich gehe jetzt einmal und ich denke, ihr seid dabei. Also, los geht's. Ja, es ist schon finster. Aber es geht weiter bergauf. Ja, wie gesagt, die Sonne ist untergegangen. Und da hinten die letzte Abendstimmung noch. Und vor mir alles schon zappenduster. Schnee, wundert mich, dass da noch was ist. Das ist eigentlich schon zergangen. Ja, jetzt ist alles wieder perfekt. So. Mal schauen, wie es da hinten ausschaut. Und wenn wir wieder das Lager aufbauen. Ja, schaut gut aus. Perfekt. Ja, ich werde jetzt einmal gleich alles aufbauen, weil es sowieso schon finst ist, und dann schalte ich eh wieder dazu. Bis gleich. Ja, Freunde, mein Setup steht Standard wie immer. Und heute habe ich das US Modular Sleeping Bag System dabei. Das ist das von Bastian, wo da ein Sommerschlafsack, ein Winterschlafsack und der Gore-Tex Biwaksack dabei ist, und den werden wir heute testen. Wir haben heute wahrscheinlich in der Nacht nur 8 Grad. Und wir haben eine geile Besonderheit. Man kann nämlich diesen Biwaksack anzippen auf den Schlafsack. Und dann kann man auf den Schlafsack, also auf den Winterschlafsack, innen noch den Sommerschlafsack. Und so mal diesmal, glaube ich, bis minus 25 Grad ausgerüstet. Ja, keine Ahnung. Aber ich finde, das System ist einmal nicht schlecht. Hab das jetzt eh schon seit 3 Wochen zu Hause liegen. Bin noch nicht zum Testen gekommen, und den werden wir heute einmal testen. Ich habe den Winterschlafsack dabei, der sollte mindestens bis 0 Grad sein. Komfort natürlich, also mit dem Biwaksack wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Da sagt man manchmal so um 5 Grad schafft man da mehr, aber ja, das andere ein bisschen später. Jetzt gehen wir mal ein bisschen zur Feuerstelle, machen wir es ein bisschen gemütlich. Da ist einmal alles soweit fertig, dass wenn es soweit ist, dass ich ab in die Hapfen gehen kann. So. Ich habe jetzt ein bisschen anders umgespannt. Habe quasi so auf A-Frame vorne ein bisschen weiter in der Höhe, weil da hat man genau der Wind reingeblasen. Hat mir das ganze Tab aufgekommen. Jetzt spanne ich es nach unten an. Bin ich da unten noch geschützter. So, und jetzt gehen wir mal zur Feuerstelle. Ja, in der Zwischenzeit ist es 18 Uhr. Ja, es ist leider ein bisschen Wind aufgekommen. Ich habe ja noch sowieso noch sicherheitshalber Jacken mit. Ja, auf alle Fälle brauche ich da noch eine zweite Unterlage. Da geht schon ein bisschen feucht aufs Boxerl. Da werde ich mir noch eine holen, ich habe noch eine mit. Und dann werden wir vom Bit so eine schöne kleine Firebox am Entzünden, dass es ein bisschen angenehmer wird. Bitte, danke für den Nachschub. Top. So. Okay. Na komm, das schon. Warum nicht, gell? Ja, ich hätte es natürlich auch immer ein
Ding machen können. Aber geht schon so drauf. Und heute wieder mal die kleine Bialetti. Heute wollen wir sie wieder ein bisschen gut haben, weil es ist ja vor Weihnachten. Ja, es ist soweit. Der ist da, sehr gut. Jawohl. Ja, das dampft das Käfchen, so gehört das. So. Ja, Freunde, zügig, zügig ist. Das Licht machen. Ja, die Atmosphäre. Ja, Freunde, in dem Sinn kann ich noch wieder meine ganzen Krankensessel als erstes herzlich grüßen, auf das bald wieder gesund wird und aussehen könnt. Und dann wie immer an den Rest der Welt. Prost, Freunde! Wieder mal schön so quasi das Jahr ausklingen lassen, ist sicher mein letzter Overnighter. Ja, natürlich. Da wird wahrscheinlich nichts mehr kommen. Vielleicht nächste Woche noch. Schauen wir mal, wenn es kühl ist und ich Zeit habe. Mal schauen. Vielleicht noch mit zur Donau. Als einsamer Wolf wieder ganz versteckt irgendwo. Mal schauen, natürlich ohne Feuerchen, dass man nicht auffällt. Aber warten wir mal, was auf uns zukommt. Lassen wir es überraschen. Jetzt nutze ich mal die heutige Nacht aus. Ich freue mich echt schon auf den Biwaksack, meinen Schlafsack, wie das wird. Ja, habe eine neue Isomatten wieder, also so eine 0815, so eine billige, was ich eh schon mal gehabt habe. Ich hoffe, dass da das Ventil jetzt ein bisschen besser hält. Ich habe es auch nicht so komplett voll aufblasen. Ich habe die Matten eigentlich unter dem Biwisack. Ja, schauen wir mal. Mehr als wie, dass die Luft wieder ausgeht, kann nicht sein. Aber die Expert wollte ich gar nicht mitnehmen. Das ist heute für die sowieso zu warm. Naja. Trotzdem schön da. Immer wieder geil, auch wenn der Wind bläst. Aber es ist Winter, was so ist. So ist es. Ja, die Dosen wird bald den Geist aufgeben. Leider. Weil das gewusst hätte, hätte ich mir noch eine zweite mitgenommen. Das ist nämlich schon angenehm. Eine gute Idee vom Beat, gefällt mir. Daumen hoch, Junge. Zum Glück habe ich noch drei oder vier daheim sogar von ihm. Fünf. Ganz ein Popo voll. Ja, es macht es ein bisschen angenehmer. Es ist. Ich glaube, ich gehe noch ein Holz suchen. Es bringt mir nichts. Es ist jetzt gerade einmal. Wie spät haben wir es nicht? Es ist gerade einmal 7, ne? Kann nicht schon laufen gehen. Bin ja Wahnsinn, da früh munter. Naja, vielleicht finde ich da noch ein bisschen was da drinnen. Ja, ganz ohne ist auch nicht so, wie es sein sollte. Na, schauen wir mal, wenn das ausbrennt ist, gehen wir schauen, ob ich was finde. Zumindest, dass der Hobo brennt ein bisschen. Ah, da schaut der Mond durch. Geil mit den Wolken. Ja, Freunde, wie wir hinter mir sehen kann, wir haben heute Vollmond. Und ich hoffe, ich werde nicht zum Werwolf. Ja, ich weiß, man wird da jetzt nicht viel sehen, aber ich versuche das trotzdem da ein bisschen einzufangen. Aber so, jetzt gehen wir schon langsam wieder zurück. Also das mit dem Vollmond, das ist auch super. Da sieht man überall schön, wo man geht. Gefällt mir. Ich denke, das wird heute verdammt schwer werden. Das ist alles Glitschnässl.
Also, ich probiere mal mein Bestes. Ich habe da Trioxan. Und schauen wir mal, was da draus wird. Ich habe vielleicht ein, zwei Stückchen, was halbwegs da unten sind, aber. Schön langsam und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, dann hatte ich wieder ein Weihnachtspaket bekommen vom Mario, Sigrid und vom Sammy. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Hat mich sehr gefreut. Natürlich mit Fressalien versehen. Und eine so eine leckere Hauswurst werde ich mir heute gönnen. Wie gesagt, danke, danke, danke. Optimal. Ja, das wird mir heute reichen. Wir haben inzwischen 20.30 Uhr. Ja. Und ich will heute gar nicht groß aufkochen. Weil ich wusste, ob ich kein gescheites Feuer zusammenbringe. Und die sind ja tiptop. Ja, als einsamer Wolf bin ich wieder in Aktion und hinter mir der Vollmond und ich hoffe, ich muss den heute nicht wieder anheulen. Obwohl der dran kommt schon wieder, dass ich mir die Wäsche runterreiß. Das Pötzl wieder zum Vorschein kommt. Aus, aus, aus. Ich muss mich zusammenreißen, Freunde. Geile Stimmung. Ja, Freunde, es wird immer kühler. Wir haben jetzt da 4 Grad. Ist schon frisch, überhaupt beim Sitzen. Ohne Feuer. Ich habe schon alles weggeräumt. Wir haben jetzt, es ist kurz nach 10 Uhr. Und ja, was soll ich, ich werde mich schon langsam in meine Schlafkoje zurückziehen, ein bisschen aufwärmen da drinnen und ja, vielleicht ein bisschen Handy schauen oder was und war nicht. Ab zum Sandmännchen. Ja, Freunde, wir sehen uns dann in der Koje. Ja, Freunde, jetzt bin ich in der Koje. Und ich denke, ich werde jetzt meine Augen anschließen. Hoffe, der Sandmann kommt bald. Im Augenblick ist schon kuschelig. Hose wäre ausgezogen eigentlich. Ja, wenn es so weitergeht, glaube ich, kann ich die Westen auch ausziehen. Aber ich lasse mich mal überraschen. Und in dem Sinn wünsche ich euch jetzt noch eine gute Nacht. Man sieht sich morgen früh. Schönen guten Morgen. Ja, Freunde, ihr hört es an meiner Stimme, die ist komplett weg. Ich dürfte mich komplett verkühlt haben gestern. Im Schlafsack ist es kuschelig, aber Halsschmerzen ohne Ende. Ja, wir haben jetzt 5 Uhr. Und ich werde jetzt schon langsam alles zusammenpacken und heimgehen. Frühstück werde ich verzichten. Ja, werde dann zu Hause noch wieder warmen. Aber ich glaube, ich brauche jetzt einmal ein bisschen was für den Hals. Ja, also für sich war die Nacht okay. Schlafsack ist optimal gewesen, mir war nicht kühl. Wir hatten 5 Grad, haben wir immer noch. Ja, und jetzt stehe ich einmal auf und packe mal alles zusammen. Auf in die kalte Hosen. Oh.
bis später. Ja, Freunde, ich habe alles abgeräumt. Alles Schotten dicht. Meine Stimme ist auch wieder etwas mehr da. Wir haben jetzt kurz vor 6 Uhr und jetzt habe ich alles gepackt, der Rucksack ist fertig. Und jetzt auf geht's nach Hause. Ja, immer noch finster. Na, es wird erst in eineinhalb Stunden geht erst die Sonne auf. Ja, Freunde, hinter mir noch der Vollmond. Ich bin jetzt fast hier unten angekommen. Mit den schönen Kulissen hinter mir, mit dem Vollmond, werde ich mich von euch verabschieden. Ja, es hat wieder Spaß gemacht, dass ich dabei war. Hat mich echt gefreut. Der letzte Overnighter für heuer. Ja, leider musste ich ein bisschen früher abblasen wegen meiner Stimme und den Halsschmerzen. Aber ja, das werden wir jetzt noch auskurieren, dass bis Weihnachten alles Ballett ist und Silvester alles noch passt. Gut, in dem Sinn wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen guten Rutsch. Brav bleiben und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Und in dem Sinn, Servus die Maulen und pfiat euch die Burmer.